Willkommen, liebe Freunde, zum, ich glaube, 12. Part ist das jetzt. Wir starten genau da, wo wir das letzte Mal gestorben sind. Ja. Lief nicht so gut, Freunde. Lief nicht so gut. Macht nichts. Wir versuchen es nochmal. Ich weiß jetzt, dass der etwas stärker ist. Darum werde ich auch die mit einsetzen, denke ich. Bäm, das sind nur Meridian reingehauen. Wächterschwert zu brauchen. Aber ich hab ihn. Elektrostab. So ist irgendwas. Ich bin eben gerade mit der Meinung. Bevor ich gestorben bin, also im letzten Teil noch. Magnus. Rasseln gehört, diese Krog-Dinger. Vielleicht ist doch wieder irgendwo einer. Will ich wissen, was da denn rumfliegt? Ja, eigentlich will ich es wissen, das sieht elektrisch aus. Gehen wir mal treffen und gucken. Ah, seht ihr da? Ah. Ah, lol! Du hast mich entdeckt, Krogsam. Tschüssi. Lol! Okay. Okay. Gut, jetzt gehen wir aber zum nächsten Schrein von. Jetzt wird's Zeit für den nächsten Schrein. Der nächste Schrein, der kommt sofort. Da rostet der Schild. Wie so ein Reiter. Oh. Hopp. Werden da so wieder irgendwas mit den Crocs oben drauf hier? Oh! So hilft mir doch! Ich komme! Ich komme ja, ich komme ja, ich helfe euch, ich helfe euch, ich helfe euch. Euch ein Bein. Achso, ich dachte jetzt einfach kaputt. Sauerboomerang. Da ein Herz! Ha, hier, hier, hier! Stopp. Fangen wir schon mal nicht so gut. Ich dachte, wenn wir jetzt gleich schon wieder gut. Electro Curry Pilaf. Ah, gegen Elektroschaden immun, wa? Exau Boomerang. Um weiter Volumenbremsen einzeln zu finden. Natürlich wissen wir, dass alles immer so ausgefällt ist. Wollt ihr unbedingt mit? Dann sind wir zusammen, wenn wir an allem fertig. Ja, ja, hab ich gesehen, wie wir mit allem fertig werden. Wäre ich nicht gekommen, wäre ich weg gewesen. Spurtechse. Ich höre doch schon wieder Krogsam-Dinger. Hört ihr das? Hä, was jetzt? Hä, Leute, es wird rot! Hä, Leute, was geht hier ab? Habe ich verloren? Habe ich zu lange gebraucht? Hä, was ist jetzt los? Link. Link. Ja? Link. Ja, was denn? Sei auf der Hut.
die Nacht des Blutmondes. Aha. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Okay. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt. Aha. Link, sei auf der Hut. Okay. Der Schärfe des Spiels verloren, weil ich lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Extra verlosknochen. Feiert. Trotzdem hier die Krogdinger. Aua. Gerade wegjumpen. Junge, da war. Ja, ich hab's mitbekommen, ist okay. Auf andere Bäume gucken. Kann ich auf jeden Baum jetzt sein wieder, ey. Ist ja nervig. Karte sehen vielleicht? Die Blöde nicht aufgedeckt, natürlich kann ich nichts sehen. Wo ist er? Wo ist er? Er lacht mich für mich irgendwo aus, oder? Freunde, helf mir mal bitte. Ich finde den echt nicht. Thank you.
Mann, wo ist denn der? Flitting. Okay. Große Maxime. Ich finde ihn nicht. Leid, Freund, ich finde ihn wirklich nicht. Okay, Freunde, ich will jetzt hier nicht noch länger Zeit gerade verschwenden. Ich sehe ihn jetzt gerade wirklich nicht. Kaya Kiva, Kaya Miva Schrein. Alles klar, betreten wir mit den Schrein. Ich hab den echt nicht gefunden. Leute, sagt mir unbedingt, wie ich da rankomme. Oder wo ich da hin muss. Ich finde den einfach nicht. Vielleicht wieder mal gucken, mal schauen. Oh, das sieht aus, wenn ich das Eismodul brauche. Yep, definitiv sieht das aus. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kaya Miva. Im Namen der Göttin hier sollst du geprüft werden. Beschirmendes Eis. Ja, sehr schön. Jetzt will ich dann noch aus. Dicker Reaktor, okay. Okay. Mit dem Item. Dicke Feder. Keine was los? Doch, was sagen. Ich habe keinen Fall mehr. Hä? Lol. Meine, weg da. Ritterschwert. Nice. Doch, dafür ist Platz in meiner Tasche versprochen. Das kann er wohl direkt weg. Zack. Pring. Ritterschwert. 26 Angriffskraft, Leute. Okay.
Habt ihr gerade gesehen, was da passiert ist? Ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher, ob ich das gesehen habe. Aber ich bin drüben. Alles chillig, Freunde. Alles chillig. Wir haben es geklärt. Wir haben es geklärt. Innerhalb von einer Viertelstunde war es gut. Yeah. Freunde! War gar nicht so schwer. Du hast meine Fufu gemeistert. Ohne Zweifel bist du ein großer, großer Meister. Ich habe auch mal ein Zeichen der Bewährung bekommen. Und die Göttin hier möge mir da stehen. Ich habe gerne meinen Dienst erfüllt. Nicht nur mit so einem Feuerfall, weil die ganze Wald, wo der Krog Namen vergessen. Also am liebsten gerade den ganzen Wald, wo der Krog drin war, abgebrannt. Mich genau sie, wo er ist. Stall der Sümpfe. Mach mal ein Pogo. Kashiwa, schon wieder. Oh. Ja gut, das war eine gesunde Mutter. Übrigens, in der Nähe der Stadt sind Hofbade, Küche. Über der Schatten. Du sagst, wir sind vergangen. Ich wenn er die Zeit sprach. Verzeihung, ich bin schon wieder reden. Wo seid ihr mit uns? Dann wieder. Klar, lass ihn mal. Lauschen wir wieder. Hyrule, stolze Bild unserer Welt, wurde es seit eh vom Bösen gequält. Des immer wiederkehrenden Unheils Samen, Ganon, die Verheerung, war sein Name. Doch Hyrule war nicht hilflos verloren, dem immer wieder, immer wurde ihm Schütze geboren. Gott, mein Deutsch heute wieder. Ein Ritter mit den Heldenglut, die Prinzessin mit der Göttinblut, gemeinsam trotzen sie Ganons Wut. Das war das erste Mal, glaube ich, dass es sich gerannt hat. Konnten der Schlachten zwischen diesen Gewalten ist uns in alten Liedern erhalten. Und hier nun folgt der glorreiche Gesang, wie man vor 10.000 Jahren Ganon bezwang. Leider ist es schon ein bisschen spät, ein bisschen müde. Das mächtige Ruhe konnte alles wagen, brauchte nicht einmal vom Monstern sagen. Jetzt kriege ich die ganze Geschichte nochmal, die ich schon zwei oder dreimal gehört habe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Mit sämtlichem Wissen und sämtlicher Macht war ein neuer Plan gegen Ganon erdacht. Eine große Armee befließender Maschinen sollte Held und Prinzessin im Kampf verdienen. Ach man, das ist jetzt ehrlich. Die ganze Geschichte habe ich doch schon mal gehört. Der eifriger Schar nannte man Wächter. Ja, und sie wurden von einer Verheerung Ganons überfallen. Das ist doch jetzt. Wieso höre ich denn die Geschichte jetzt nochmal? Um die mächtigen Titanen zu beschwingen, entsandte jedes Volk ihren stärksten Degen. Held, Prinzessin, Wächter, Titan, das Heer empfing Ganon mit fliegenden Fahnen. Da kam Ganon. Die Verheerung erwacht und wüstet wild. Es war ein schreckend erregendes Bild. Gegen das Heer verlor Ganon nicht seinen Mut. Er bekämpfte die Helden mit verdoppelter Wut. Während die Wächter an Seite der Helden fochten, die Titanen Ganon zu schwächen vermochten. Das Heldenbandschwert durchbohrte ihn und durch die Prinzessin Macht ein Siegel erschien. Und dann kam er wieder und hat alles übernommen. Die Verheerung Ganon war damit geschlagen. So endet das Lied von vor 10.000 Jahren. Ende.
Danke fürs Zuhören. Wenn ihr wieder mal in deiner Liedchen steht, komm vorbei. Oh Gott, das war jetzt aber schon wieder wirklich nervig, Leute, weil... Ach, Mann. Das war jetzt einfach nur schon wieder nervig, weil ich... Oh Mann, wie soll ich das sagen? Ich finde die Story ja ganz nett und so, aber... Wie oft will ich dir denn noch hören? Da rannte auch gerade jemand. Da. Ja, noch ein Herz. Wie gesagt, vielleicht doch helfen können? Du blöde Kuh, habe ich dir vielleicht geholfen? Ey, ich glaub's ja nicht. Direkt aus dem Maul, was soll das denn? Glaubt ihr, wer sie ist? Glaubst du ja nicht, ey. Glaubt ihr denn, wer sie ist? Och, wie soll ich ihn jetzt runterkriegen? Ich hab so eine Ahnung. Scooshy-Schild zerbricht gleich, dann schmeiß es weg und leg dir ein neues Scooshy an. Geh mir nicht auf den Sack. Noch mehr Bockblühen. Autsch. Ha, hier. Stachelbrocklanze. Kann ich auch. Da, noch ein Herz. Herz? Ja. Freunde, ja. Rüstungsupgrade, ich rieche dich. Wir waren doch vorhin schon so nah dran an diesem Turm. Wir sind jetzt schon wieder so weit weg. Wir sind ganz hingelaufen hier. Yeah, eine Fee. Hätte sie vom anderen Pferd einfach runterholen lassen. Hier. Ja, noch ein Herz.
Wäre schon weh, wäre schon weh, ist gut. Ach was, Schreiner, nee, hör auf. Du da? Nee, ich? Hey, hier drüben bin ich. Hey, Dude. Stell mir nicht wirklich ansprechen. Ich bin Letogar. Folgt dir zu. Als ich gesehen habe, dass du ein Indianer bist, musste ich einfach mit dir sprechen. Würdest du mir einen Film schenken? Okay, jetzt hier mal. Vielen Dank. Der Tomofil-Berg dort, siehst du ihn? Nördlich von ihm fließt der Oberfluss der Zora-Fluss ist. Über diesen Fluss entspannt sich die Ingogo-Brücke. Ich bitte dich, dorthin zu gehen. Du weißt, warum gerade ich, nicht wahr? Würde jeder regeln, wenn er von Vorwarnung von einem ohne Vorwarnung von einem Zora behelligt wird. Und glaub mir, die ganze wird sich für dich auszahlen. Nicht so, unser Prinz Sidon, der sucht nach einem starken Hyjana. Den Fehlauftrag geben soll, bis sie. Blablabla. Geh zum Molo auf der Ingogo-Brücke. Okay. Das ist doch kacke, da wollte er wieder Feuerfall. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich hab doch keine Feuerpfeile. Das ist doch scheiße. Wollte ja gar nicht rübergehen, wenn ich eh keine Feuerpfeile habe. Bin wieder alles vollgebatzt da oben hin, ey. Boah, das nervt der Tier schon. Kraul auch schön. Ja. My man! Das ist my man! Weh, das ist nichts Gutes, Sonne. Eisfeil. Was soll ich denn da oben jetzt mit Eis feilen? Was soll die Scheiße denn jetzt? Komme ich ja niemals drauf. Kann ich ja nicht versuchen. Ja, bringt ja nichts. Ich habe hier eh nichts, um das Ding in Brand zu setzen. Und die geben mir auch keine Feuerpfeile, die Dödel hier. Wo ist das? Ich habe schon mal einen Bogen. Ja, lässt du doch irgendwelche Pfeile fallen? Nein, lässt er nicht. Und ich habe nicht noch keinen mehr. Ne, ich habe auch nur Eisfeile. Nein, wie weit kann ich die Eisfälle gebrauchen für den Scheiß hier? Oh, wer hätte das gedacht? Gar nicht. Oh, komm schon rüber. Da. Ach, hör auf! Er schafft es nicht! Oh, was ist das denn? Wie komme ich jetzt von der Insel runter, wenn er es nicht schafft? Das ist doch ein schlechter Scherz, oder? Hä? Oh, Alter, wie lässig ist das denn jetzt? Thank you.
Oh. Wie nervig ist das denn bitte? Da vielleicht rüber? Rüber, scheiße. Guck mal, ich so schwimme, komm ja gar nicht voran. Hey, ich komme ja gar nicht runter mehr von der Insel. Ja gut, Freunde, wir schauen mal beim nächsten Mal, wie es weiterläuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch hier mal einen Daumen nach oben da und ich versuche mal gucken, wie ich hier rauskomme. Bis zum nächsten Mal, Freunde, haut's da rein.